Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Mein Name ist Marcel Paar und in diesem Video zeige ich euch eine Aprikosen-Quarktorte. Das Spezielle daran ist, dass das Ganze gebacken ist und dass man keine Küchenmaschine dazu braucht. Man kann da wirklich noch mit den Händen kneten und wirklich so ein bodenständiges, traditionelles Rezept. Dieses Rezept, das ich hier verwende, kommt eigentlich aus dem Wallis bei uns, ein Kanton in der Schweiz, das dort eine sehr beliebte Spezialität ist. Daher heißt diese Spezialität dort auch Walliser Aprikosen-Quarktorte. Okay, ich würde sagen, wir gehen da rein. Alles Weitere gibt es später. Viel Spaß dabei! Als erstes sehen wir die Zutaten im Überblick. Das genaue Rezept findet ihr wie immer auf meinem Rezepteblog www.einfachbacken.ch. Den direkten Link gibt es unterhalb des Videos. Hier speziell, ich habe gehobelte Mandeln verwendet, die ich mir schon angeröstet habe, und der Butter, den ich verwende, der ist bereits weich. Dann mache ich mir hier als erstes den Teig. Dazu brauche ich Mehl, Zucker, eine Prise Salz. Die Prise Salz ist immer so, die verwendet man, um die Süße herauszuheben. Immer wenn man was süßt, gibt man noch eine Prise Salz dazu. Hier sieht man übrigens auch, der Butter ist schön weich. Dann gebe ich das Ei noch dazu. Das schlage ich mir direkt in die Schüssel. Und zum Schluss gebe ich mir noch die gerösteten Mandeln unter den Teig. Hier kann ich wirklich alles von Anfang an beigeben, da es sich um eine kleine Menge handelt und ich das wirklich gut so durchkneten kann. Auch hier mache ich meine Hände immer auf und zu, damit ich Klumpen feststelle und ob der Teig wirklich schön gleichmäßig verrieben ist. Das mache ich so lange, bis sich ein Teig gebildet hat. So sieht das Ganze dann aus. Der muss nicht mehr geknetet sein, das sieht eher aus wie ein geriebener Teig, wie ein Kuchenteig. Das reicht völlig aus. Dann habe ich mir hier zwei Ringe vorbereitet, zu 20 cm im Durchmesser und 5 cm Höhe, und gebe mir jeweils ca. 2 Drittel des Teiges unten rein und drücke das unten in die Form. Der Rest des Teiges behalte ich mir noch. Das gibt dann zum Schluss die Streusel, die oben darüber kommen. Hier sollte einfach darauf geachtet werden, dass der Teig schön am Rand hingedrückt wird, denn wir geben dann einen Guss noch dazu, nicht dass dieser ausläuft. Wirklich schön in die Ecke drücken, nicht dass da irgendwas auslaufen kann. Das Rezept, das ich dann auf meinem Rezepteblog veröffentliche, ist nur für einen Kuchen. Ich stelle mir hier aber zwei her, da ich zwei gebraucht habe. Man sieht jetzt hier, den Rest des Teiges gebe ich noch die ungerösteten Mandeln bei und knete mir die noch leicht ein. Der Vorteil von gerösteten Mandeln ist natürlich der Geschmack. Der hat viel mehr Geschmack, aber beim oberen Teil gebe ich ungeröstete hin, sonst würde mir das Ganze dann beim Backen verbrennen. So sieht das dann aus. Dann nehme ich mir die Aprikosen, entferne den Kern und gebe die einfach so auf die Torte oder auf unseren Boden. Das sind ca. 500 Gramm Aprikosen pro Torte. Also sprich, hier diese Kiloschale teile ich mir auf beide Böden auf. Das mache ich auch mit Absicht schön wild. Das muss nicht exakt hineingelegt werden. Dann nehme ich mir eine Zitrone und presse den Saft über dem Kuchen aus. Dann stelle ich mir den Guss her. Hier habe ich den Magerquark. Kann man auch mit Halbfettquark ersetzen. Gebe ca. 2 Esslöffel Mehl bei, damit das Ganze schön bindet.
Zucker gebe ich bei und eine Vanillestange, die ich auskratze, und noch zwei Eier. Das hier immer so, dass ich mir die Vanillestange halbiere und nehme dann die Messerspitze und kratze mir die Samen aus. Dann wird es schön glatt gerührt, bis es keine Klumpen mehr hat. Nicht zu lange rühren, nicht dass der Kleber im Mehl aktiviert wird und mir die Masse zäh wird. Wirklich nur kurz glatt rühren. Danach teile ich mir den Guss auf die zwei Torten auf. Den gieße ich mir einfach darüber. Der läuft zum Teil schon selber in die Hohlräume rein, aber ich klopfe mir dann das ganze Backblech noch mehrmals auf den Tisch. Dann läuft es wirklich in jeden Hohlraum rein. Oder spätestens beim Backen, wenn das Ganze natürlich erhitzt wird und heiß wird, dann wird das alles flüssig im ersten Moment, bevor es bindet, und läuft dann sowieso in die Hohlräume. Also hier kann man das Blech noch ein wenig auf den Tisch klopfen, damit es noch schöner verläuft, muss man aber nicht. Und jetzt zum Schluss lege ich mir die Streusel oben darüber einfach gleichmäßig auf beide Torten verteilen. Im Anschluss kommt das Ganze für eine Stunde bei 180 Grad Umluft in den Backofen. Nach dem Auskühlen der Torten kann ich diese auch dann ausformen. Da müsst ihr wirklich warten, dass ihr das nicht zu heiß macht. Denn sollten die Torten noch warm sein, sind sie natürlich sehr, sehr instabil und könnten eigentlich auch gleich auseinanderbrechen. Und das verhindern wir einfach, indem wir das Ganze auskühlen lassen. Ich nehme hier so ein Messer und schneide mir die ganze Torte aus dem Ring raus. Falls ihr eine Springform habt, auch zuerst lösen und dann die Springform öffnen. Zum Schluss wird die ganze Torte noch gestäubt mit Puderzucker. Hier, man sieht meine Technik, ich schlage mit einer Hand an das Sieb. Falls ihr ein kleines Sieb habt, nehmt auch einen Gegenstand, ein Messer mit dem Messerrücken an das Sieb schlagen, dann könnt ihr am exaktesten und am genauesten stäuben. So sieht das Ganze aus. Die ist natürlich jetzt gebacken und ausgekühlt. Ein kleiner Tipp am Rande, falls ihr Gäste habt, ist es natürlich sehr, sehr cool, wenn man das Ganze lauwarm servieren kann. Wenn man die Torte schon hergestellt hat, dann einfach noch mal kurz in den Ofen geben für 15 Minuten bei 180 Grad. Dann müsst ihr auch wirklich, wie ich im Video, zwei Torten herstellen. Da kann ich euch garantieren, die sind ratzfatz weg. Okay, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gib mir einen Daumen hoch. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere doch am besten den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Wenn du Fragen dazu hast zum Video oder etwas unklar ist oder du etwas anderes sehen willst, dann schreib mir das unten in die Kommentare. Da freue ich mich immer sehr drüber, von euch zu hören. Oder besuch mich auf Facebook oder Instagram. Zum Schluss könnt ihr mir hier noch zuschauen, wie ich die Torte verschmatze. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Euer Marcel von Einfach Backen.